Auf dem Potsdamer Platz versammelten sich am Wochenende zahlreiche Berliner und Brandenburger. Unter dem Motto "Nicht über unsere Köpfe hinweg" demonstrierten rund 12.000 Bürger gegen die drohende Verlärmung durch den Schönefelder Großflughafen. Zu dem Protest aufgerufen hatte das Aktionsbündnis Berlin-Brandenburg. 12 Bürgerinitiativen aus den betroffenen Regionen hatten sich dazu Ende Oktober zusammengeschlossen. Das Aktionsbündnis wurde gegründet, um den Protest der Region auf breitere Schultern zu stellen. Also dass West- und Ostberliner hier demonstrieren, zeigt, dass wir uns in der Sache einig sind. Es beginnt mit den Flugrouten, es geht weiter über das Drehkreuz. Umsteigeverkehr 5-10% waren mal vorgesehen, jetzt ist die Rede von 30-40%. Also man muss einfach wirklich darauf achten, dass dieser Flughafen eine Dimension erreichen kann, die überhaupt nicht mit diesem Ort hier im Einklang steht. Und deswegen die Botschaft, hier eher je besser über Alternativen nachzudenken. Nicht über unsere Köpfe hinweg heißt, dass wir natürlich keine Flieger über dicht bevölkertes Gebiet haben wollen, dass wir aber auch nicht zulassen wollen, dass Politik über unsere Köpfe hinweg gemacht wird. Die Flughafengegner halten Schönefeld nach wie vor für den falschen Standort. Zudem setzt sich das Aktionsbündnis für ein striktes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr ein. Hierfür wurden erneut fleißig Unterschriften gesammelt. Mindestens 80.000 davon sind notwendig, um ein Volksbegehren durchzusetzen. Ein generelles Nachtflugverbot fordern auch andere Bürgerinitiativen aus dem Bundesgebiet. Aktivisten aus Leipzig, München und Frankfurt schlossen sich erstmals dem Protest an. Rund 100 Teilnehmer waren aus dem Rhein-Main-Gebiet angereist. Schon seit vielen Jahren kämpfen die Anwohner dort gegen die Verlärmung durch den Frankfurter Flughafen. Wir haben vor 12 Jahren das Bündnis der Bürgerinitiativen gegründet. Wir sind jetzt 60, 70 Bürgerinitiativen, alle unter einem Deckel. Wir kämpfen gemeinsam. Was ganz wichtig ist, ist, dass man sich nicht auseinander dividieren lässt, weil die Flughafenbetreiber versuchen immer wieder, die Bevölkerung zu spalten, indem sie durch Verlegung von Flugrouten sie gegeneinander ausspielen. Wir haben seit März diesen Jahres die 9 Flugrouten, ohne dass der Luftverkehr zugenommen hat. Einfach zum Eingewöhnen schon mal diese Flugrouten. Und es ist für verschiedene Kommunen die Hölle. Gut, ich lebe mit meinem oder in meinem Haus direkt in der Einflussschneise, das heißt in Hochheim. Bei mir ist morgens um 10 vor 5 die Nacht zu Ende mit dem ersten Flieger. Wir sind hier mit der BI Flörsheim-Hochheim. Wir haben uns zusammengetan, 2 Gemeinden, über die seit dem 22. Oktober die Flieger im 1- bis 2-minütigen Takt mit 500 Meter und 250 Meter in Eddersheim gar mit 100 Meter über die Häuser hinweg donnern. Wir haben einen Flugterror seit dem 22. Die Flugzeuge haben eine Lautstärke von 80 bis 90 Dezibel. Das entspricht etwa Presslufthammer-Lautstärke. Man hat praktisch Angst, nach Hause zu gehen. Man hat Angst vor dem Lärm. Wir empfinden es als Terror, als Folter. Gegen 14.30 Uhr erreichten die Demonstranten das Brandenburger Tor. Begleitet von donnerndem Fluglärm ließen die Protestler Luftballons mit dem Schriftzug Traumblase BER symbolisch zerplatzen. Schützenhilfe erhielten sie dabei von prominenter Seite. Film- und Theaterregisseur Leander Hausmann unterstützt die Friedrichshagener Bürgerinitiative. Hausmann forderte bereits im Juli vom regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit, den Betroffenen Rede und Antwort zu stehen. Ich habe damals gesagt, Wowereit, komm zu uns und hilf uns. Es war ein Hilfeschrei. Herr Wowereit hat sich an die Etikette gehalten. Ich habe mich im Ton vergriffen. Ich habe Arsch gesagt. Ich nehme es hiermit zurück, aber lieber Herr Wowereit, die Haltung, das geht mir am Arsch vorbei, die regt mich auf. Wir haben damals gesagt, wenn du nicht kommst und wenn ihr nicht kommt, ihr Politiker, denen es offensichtlich zu gut geht, dann werden wir kommen. Die Kritik der Demonstranten zielt aber längst nicht mehr ausschließlich auf die lokale Politik. Das Berliner Regierungsviertel wurde ganz bewusst als Ort des Protestes gewählt.
Die Botschaft an die Bundesrepublik ist klar: keine verkehrspolitischen Großprojekte auf Kosten der Bürger. Um 15 Uhr erreichte der Demonstrationszug sein Ziel, die Hauptbühne vor dem Paul-Löbe-Haus. Dort begann das Bühnenprogramm mit Musik und Redebeiträgen. Wir fordern für den zukünftigen Großflughafen in Schönefeld erstens ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr. Zweitens, wir fordern umfassenden und hochwertigen Schallschutz für die Schwerstbetroffenen vor Inbetriebnahme. Und drittens, wir wollen in Schönefeld kein internationales Drehkreuz und auch keine dritte Startbahn. Das Aktionsbündnis setzt sich auch dafür ein, dass wir gemeinsam mit Ihnen allen einen bundesweiten Protest gegen Fluglärm starten für einen Ausstieg aus dem Nachtflugverkehr. Es ist längst Zeit dafür! Wir haben 10 Jahre lang gegen den Ausbau gekämpft und es nicht geschafft. Seit dem 21. Oktober haben wir einen Lärm, der wirklich unerträglich ist. Und in einem Kreis von 30 Kilometern um Frankfurt sind wir Fluglärm fast schon gewöhnt. Ich will mich an die Minute halten und deswegen kann ich auch nichts weiter hinzufügen. Kinder mit Kopfhörer, das ist unerträglich. Wenn man als Bittsteller sich vorkommt, weil man für seine Gesundheit sich einsetzt, ist das peinlich. Und ich muss ehrlich sagen, in Flörsheim sind es 275 Meter über den Dächern. In Hochheim ca. 500 bis 600 Meter über den Dächern. Hier, meine Damen und Herren Politiker, haben Sie Bürgernähe falsch verstanden. Wir stehen für die Betroffenheit in der ganzen Region, die mittlerweile ein Gebiet von Darmstadt bis Friedberg und von Bad Orb bis Bad Kreuznach umfasst. Unsere Probleme sind ähnlich wie in Berlin oder München. Bei uns wird der Flughafen zu einem Mega-Hub an einem hierfür völlig ungeeigneten Standort ausgebaut. Genau! Für Landesregierung, Flughafengesellschaft, Fluggesellschaften und vor allem auch der DFS spielt Lärmschutz keine Rolle. Auf Kosten der Bürger wird der Profit maximiert. Und die Bundeskanzlerin hat durch ihren Eröffnungsflug deutlich gemacht, dass sie für eine Politik der brutalstmöglichen Durchsetzung von Großprojekten ohne angemessenen Rechtsschutz und ohne jeglichen Nachteilsausgleich für betroffene Bürger steht. Und da Sie es vielleicht nicht wissen, die Landebahn wurde vor wenigen Wochen in Betrieb genommen, ohne rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss und ohne, dass ein einziger Betroffener passiven Schallschutz erhalten hat. Leipzig-Halle hat eine unbegrenzte Nachtflugerlaubnis für alle Flugzeuge, die 40, 50 Jahre und älter sind. Wir haben das DHL-Europa-Drehkreuz in Leipzig. Von uns aus werden militärische Großtransporte in die Kriegsgebiete der Welt geflogen. Panzer- und Kampfhubschrauber mit den lautesten Flugzeugen der Welt, die ganze Nacht durch ohne eine Minute Pause. Euer Kampf ist unser Kampf. Unser Ziel ist ein Nachtflugverbot. Wir waren dreimal in Deutschland vor Gericht, zweimal vor dem Bundesverwaltungsgericht, einmal vor dem Verfassungsgericht, sind jetzt in Straßburg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Vielleicht treffen wir uns da. Und wenn der Rechtsweg abgeschlossen ist, dann werden wir auch noch nicht aufgeben mit unserem Kampf. Wir werden weiterkämpfen in den Parlamenten, auf der Straße. Aber eines ist klar, wenn wir Erfolg haben sollen gegen die konzentrierte Fluglärmlobby, dann nur, wenn wir uns zusammentun, wenn wir uns vernetzen, wenn wir öfter solche Demonstrationen wie heute machen, wenn alle Fluglärmbetroffenen aus Deutschland zusammenkommen, egal von welcher Flugroute sie betroffen sind, egal ob vom Tag- oder Nachtfluglärm, ob vom Bodenlärm, halten wir zusammen. Das ist mein Appell. Bis zum nächsten Mal. Danke. Lasst uns verbinden und Lösungen finden.
für einen freien Himmel. Vom Flughafen Schönefeld bis überall in dieser Welt. Es ist so schön, weit zu reisen, doch wir sind in den Einflugschneisen. Und bald haben wir am Rand von Berlin nur noch Knie und Kerosin. Denk doch mal an die Natur und ändert eure Routenpläne. Denkt nicht, ihr könnt es nicht tun. Alles lässt sich ändern, an allem kannst du drehen. Ja, ja, jetzt ist die Zeit, um etwas zu sagen. Hört uns gut zu, in diesen Tagen ändert sich vieles und auch du bist dabei. Die Erde dreht sich anders und der Spaß ist vorbei. Ja, ja, jetzt ist die Zeit, um etwas zu sagen. Hört uns gut zu, in diesen Tagen ändert sich vieles und auch du bist dabei. Die Erde dreht sich anders und der Spaß ist vorbei. Ja, ja. In diesen Tagen, in diesen Tagen, in diesen Tagen. Hört man die Vögel selten, früher war der Mögelsee eine heile, schöne Welt. Doch durch kürzere Start- und Landeschleifen sparen sie schnödes Geld. Und nun haben wir den Lärm vom Flughafen Schönefeld. Fast jeder sah schon mal einen Flieger nach Übersee. Heben ab von der Startbahn und fliegen dann über See. Wald- und Wohngebiete von hier oben wird oft übersehen, wie die grauen Herren vom BBI die Anwohner übergehen. Sie demonstrieren, weil der Krach uns bedroht und fordern ein permanentes Nachtflugverbot. Bevor du in die Luft gehst, bleib doch mal stehen. Alles lässt sich ändern, an allem kannst du drehen. Ja, ja, jetzt ist die Zeit. Wir haben jetzt die Situation, dass das Bundesverwaltungsgericht, womit wir ja doch die meisten gerechnet haben, gegen uns entschieden hat und gesagt hat, Nachtflugverbot nur von 0 bis 5 Uhr. Der 13. Oktober der Urteilsverkündung war ein schwarzer Donnerstag für ganz Deutschland. Die Reduzierung der Nacht auf 5 Stunden wird zukünftig auch an anderen Flughafenstandorten in Deutschland wahr werden. Das wird in Frankfurt so kommen, es wird in München so kommen, es wird in Düsseldorf so kommen. Damit ist der Paragraph 29b Luftfahrtgesetz, der den Schutz der Nachtruhe gebietet, tot. Ich sage jetzt Folgendes. Jetzt sind wir einmal den Rechtsweg gegangen. Nun müssen wir ihn auch weitergehen. Ich will bis zum Europäischen Gericht. Um dort aber hinzukommen, müssen wir zunächst zum Bundesverfassungsgericht gehen. Das kostet uns, ja, es geht nicht anders, sonst kommt man nicht zum Europäischen Gericht. Und das kostet uns 70.000 Euro. Und deshalb bitte ich euch alle, ich mache das auch, dass wir spenden, dass wir Leute suchen, die spenden, damit wir das bezahlen können. Wir müssen den Weg weitergehen, zunächst zum Bundesverfassungsgericht und dann zum Europäischen Gerichtshof. Seit 2004 bestreitet der BVBB den Klageweg gegen die brutale Flughafenplanung in Schönefeld. Bisher wurden dafür durch Mitglieder und Spenden knapp 3 Millionen aufgebracht. Für die anstehende Verfassungsklage haben sich diesen März erstmalig 12 Bürgerinitiativen zusammengeschlossen, um die Finanzierung abzusichern. Ich bitte Sie inständig um Ihre Spende für die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Es kann nicht hingenommen werden, dass über die Köpfe von Hunderttausenden unmittelbar Betroffenen hinweg durch Herrn Wowereit, Platzig, die neue große Senatskoalition und das Bundesverwaltungsgericht entschieden wird, dass Kinder und ihre Eltern zukünftig nur noch das Recht auf 5 Stunden Schlaf haben sollen. Was ist das für eine Demokratie? Megaprojekte wie Stuttgart 21, BBI in Schönefeld und die Verlängerung der 100 nach Treptow und Friedrichshain sind eine auf Lug und Trug aufgebaute Verschleuderung von Milliarden Steuergeldern, die nur der Profitmaximierung von Banken, Spekulanten und Konzernen dient. Flugverkehr wird jährlich mit 10,5 Milliarden Euro von der Bundesregierung subventioniert, indem man auf die Besteuerung verzichtet. Das kann nicht sein. Und deswegen setzen wir uns seit Jahren für die Besteuerung von Kerosin ein. Die umweltfeindliche Verkehrspolitik trägt zum verstärkten Ausstoß des klimaschädigenden CO2 bei.
jüngst veröffentlichte Werte über den höchsten jemals gemessenen Anstieg des Klimakillers Treibhausgases zeigen. Es ist nicht 5, sondern 1 vor 12. Am Beispiel von Großprojekten erfährt der betroffene Bürger mittlerweile am eigenen Leib, wie groß die Entfernung der Politik zu denen ist, die diese Politiker mit Macht ausstatten. Und während die Menschen von ihren Repräsentanten erwarten, dass ihre Stimmen Gehör finden und Respekt finden, betreiben die Politiker in Talkshows Politiksimulation. Sie beklagen lautstark Politikverdrossenheit der Gesellschaft und fliegen am Ende des Tages mit der Bonuskarte von Air Berlin über unsere Köpfe hinweg nach Hause. Ich glaube, ihr seid hier, weil ihr am Flughafen gesehen habt, die Politik entscheidet nicht zum Wohle der Menschen, sondern aus wirtschaftlichen und politischen Interessen. Wir glauben, das gilt nicht nur für den Flughafen. Wir glauben, das gilt für fast alles, was die Politik macht. Jetzt fragt ihr, was kann man dagegen tun? Wir wissen es noch nicht, aber wir wissen, alleine bei sich zu Hause kann man gar nichts dagegen tun. Und aus diesem Grund treffen wir uns erstmal miteinander, reden miteinander, wir teilen unsere Sorgen. Denn wenn wir uns gleich über die Lösungswege unterhalten, streiten wir uns. Das passiert seit so vielen Jahren. Menschen wollen was verbessern, wollen etwas zum Besseren ändern und sie zerstreiten sich. Wir fangen damit an, dass wir uns miteinander unterhalten. Wir finden die Lösung, wir treffen Entscheidungen und dann handeln wir. Was brauchen wir? Wir brauchen im Planungsrecht Elemente der Schwarmintelligenz und wirkliche Mitsprache und Entscheidungsrechte, damit das vorhandene Fachwissen der Betroffenen in die hermetisch abgeschotteten Planungsprozesse einfließen kann. Und wir brauchen die gesetzliche Verpflichtung, die Planungsdaten maschinenlesbar in offenen Datenportalen zur Verfügung zu stellen. Und vor allem brauchen wir von Seiten der Politik endlich Akzeptanz für eine bürgerschaftlich getragene Planungs- und Beteiligungskultur, die das Diskussionsbedürfnis der Menschen über die Zukunft unserer Städte und Regionen mitsprechen zu wollen, ernst nimmt. Ich möchte noch etwas zum Volksentscheid sagen. Der Volksentscheid, der ja nun eingeleitet ist in Berlin und Brandenburg, da passiert ja Folgendes. Wenn nur in einem Land der Volksentscheid erfolgreich wäre und im anderen nicht, dann ist nur eine Regierung verpflichtet, mit der anderen zu verhandeln und die andere wird Nein sagen. Wenn aber in beiden Ländern der Volksentscheid erfolgreich ist, dann müssen Sie den Staatsvertrag ändern. Deshalb, wenn es soweit ist, müssen wir Unterschriften sammeln. Wir müssen diese Volksentscheide in Berlin und in Brandenburg zum Erfolg führen. Solange wir leben unterm Himmel zählt, ist Sinn des Lebens nicht nur das Geld. Solange wir leben unterm Himmel zählt, ist unsere Erde unsere Welt. Wir sind die Krieger, wir sind die Sieger, wir sind gegen die Flieger, wir sind das Volk, hört unsere Lieder. Dankeschön! Tschüss! Danke, Lise, danke, Andrea. Es war wunderbar, wie immer. Vielen Dank, dass hier noch mindestens 5000 Leute stehen, trotz der Kälte. Vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt. Und eins? Nee, noch nicht. An der Stelle möchte ich noch mal darauf hinweisen: Wir sehen uns am 21. Januar. Am Samstag, weil vorhin, glaube ich, ein anderes Datum genannt wurde. Ist die nächste Demonstration des Aktionsbündnisses und die wird stattfinden vom S-Bahnhof Friedrichstraße hier zum Brandenburger Tor um die Ecke. Also schon mal den Terminkalender an der Stelle. 21.01. Wir sehen uns alle. 21. Januar. Bleibt bis dahin wütend, bleibt kämpferisch. Bis dann.